Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo. Und dem Tiger Farm und dem Sepp als LU. Hallo. Das. Und dem Varuna. Ja, moin. Stimmt. Gegen den da. Varuna, also bei mir ist es gegen den Varuna. So. Ups. Was machst du schon wieder? Ich probier die Maschine. Achso, und so aufklappen. Hä? Nee. Probier's mal. Einmal, ich muss kurz was noch mit Mikado klären. Jo, schieß ihn einfach. So. So, jetzt aber. Ha! Den Ballenwickler besiegt. Gut, wenn sie hier fertig sind, einfach auf der anderen Seite noch. Ja. So, wir sind bei Folge. Lass mich gerade mal überlegen. 3 haben wir noch. Das heißt, es ist jetzt 78 angekommen. Warum fährt denn der nicht? Achtung, meiner fährt gleich. Folge 78 sind wir angekommen. Am Donnerstag und bis. Nee. 79. 78. Aber wir haben nicht Donnerstag, wir haben Freitag. So, am Dienstag kommt die letzte Folge. Da ist die Abrechnung gegen den Mikado. Ob wir jetzt gewonnen haben oder nicht, sehen wir dann. Ich bin mal gespannt. Eigentlich müsste es ein Selbstläufer sein. Eigentlich müsste ich locker easy gewinnen. Aber wer weiß. Vielleicht hat der Mikado noch irgendeinen Ass im Ärmel. So, da sind sie ja wieder, Herr Mikado. Ja. Ja, freilich. Ja, freilich. Ja, freilich. Das ist Paletti. Oh, das ist. Oh. Das könnte vielleicht aber was werden. Wie lange haben wir jetzt noch 3 Folgen, ne? Das ist die Freitagsfolge, ja. 3 Folgen gibt's noch. Ja, das ist nice. Ja, das ist doch nice. Bin auch mal gespannt, ob ich noch mal zur Ernte komme. Warum fährt denn der nicht? Mayo. Moin. Hat keine Lust. Hat keine Lust für dich zu arbeiten. Ich weiß ganz genau. Nicht immer von sich auf andere schließen. Ups. Oh, okay, das hat doch noch gereicht. So. Gerade große Arbeit und bei Ihnen? Ja, geht so. Ich hätte eigentlich gleich noch was zu tun, aber da fehlt noch ein bisschen Zeit. Zu tun ist aber immer was. Ja, das ist ja logisch, ne? Hotel ist Hotel. Ich hoffe nur, dass eben die Zeit hier reicht. Ah ja, das müsste auch. Das müsste sich ausgehen. Ach Gott, gerade viel zu tun. Hoffentlich bekomme ich die eine Sache, die ich heute in diesem Video noch machen will. Bei dir. Bei mir? Willst du mehr Streich spielen? Oder? Nein, in deinem Video. Ich nehme ja nicht auf, deswegen. Ich finde es voll schade, dass ich nicht aufnehmen kann, so richtig. Das Problem ist ja eher bei ihnen. Ja, ich weiß. Dass sie zu faul waren, es bisher zu probieren. Gar nicht. Na doch. Ich mache jetzt das hier gleich. Wie bitte? Haben Sie eine Playstation? Nein. Ich kein Konsolen. Sie können aufnehmen.
Uiuiui, das wird hier ganz schön anstrengend. Ja, bei mir ist gerade auch nochmal so eine Phase, wo ich denke, gut, dass der Herr liebe Tiger von mir nach seiner Arbeit ist gerade, sonst würde ich das glaube ich gar nicht machen. So, hat er abgestellt? Oh nein, wo hat er das hingestellt? Wo ist der? Okay, aber das müsste sich rein theoretisch bei mir ausgehen. Hoffe ich, wirklich. Sonst. Nein. Sonst wird's doof. Ich finde sie nicht. Ach da. Oh, die ballen ein bisschen. Was denken Sie denn, wie viele Ziele werden Sie am Dienstag erreicht haben? Drei? Drei? Ja. Also wir haben insgesamt 2, 4, 6 Ziele. Wie viele haben Sie denn? Also ich denke, ich werde... Hallo Mikado, hast du noch einen Auftrag für mich? Ja, wie gesagt... Ich denke, Sie müssten noch mal Stroh zur Verfügung. Stroh? Ja. Kriegchen. Ich denke, ich werde so 4 oder 5 Ziele erreicht haben. Ist doch schön. Von Ballen oder Lose? Quatsch, das LU einfach rein. Ballen. Okay. Wieso quatscht das LU rein? Ich bin wohl das wichtigste EU hier. Von sich überzeugt ist er ja schon. Das ist richtig. Das ist gut, gehen Sie, erkannt. Gehen Sie lieber mal was arbeiten. Ich arbeite doch. Aber Sie ja nicht. Ich arbeite. Ich auch. Mein Kontostand Tschüss. Sieht gut aus. Tschüss. Tschüss. Sie müssen dann trinken. Wir müssen auch noch ein Farmhaus kaufen und 1 Million. Hat er mir jetzt wirklich gesagt, was ich zu tun habe? So. Ja, was ist denn mit dem Ballen los hier? Dieser Ballen wird nicht unterstützt. Dieser Ballen wird nicht unterstützt. Sag mal, wollen Sie mich verarschen? Ja, das kam bei mir gerade auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es Ihre Nachricht war oder meine. Das ist bei mir. Ja, das ist natürlich echt sehr kacke. Ja, dann wird das heute nichts mehr mit dem, was ich eigentlich vorhatte. Ja, scheiße, ey. Das ist falsch. Ach. Was geht denn nicht? Ja, die Lageballen hat keine Lust, für mich zu arbeiten. Vielleicht ist die in der Maschine noch einer drin. Noch ein halbfertiger. Keine Ahnung. So, das hier wäre halt wichtig, dass das fertig wird. Das ist immer ein Problem. Wie groß ist denn das Problem? Ne? ich denke nicht so groß. Klopf, klopf. Schon wieder diese Nervensäge. Wieso Nervensäge? Der Arme. Übrigens, dieser Ball wird nicht unterstützt. Nur so als Info. ja, ich weiß, aber ich muss den da drauf tun. Ja. Warum ich eigentlich hier bin? Schwaden, 600. Bist du hier abgezockt, Varuna? Von Varuna, bitte. Ist der schon fertig? Ja. Ja. Ich muss sagen, der hat besser gearbeitet wie sie letztes Mal. Hat einen schlechten Tag. Da ist er. Dann soll er bitte mein Case übernehmen. Was? Er soll bitte meinen Case übernehmen. Mit dem Ballenwickler. Okay. Also Ballen machen. Jo. Ballen prassen. Jo, das sag ich ihm. Oder? Ja, doch. Ja? Ja, ja. Ja?
Danke. Wirklich? Sicher. Wirklich? Zack, zack. Es gibt kein Geld. Hey, schindet er hier Zeit. Mikado? Ja, was? Ah. Nee, wo war's? Ich dachte, sie hätten schon aufgegeben. Ich bin sogar kurz davor, wenn ich ganz ehrlich sagen soll. Was soll denn das? Ja, wirklich, weil wenn sie wirklich sagen, dass sie da 5 Sachen erledigen werden. Nein, 4 werde ich eventuell schaffen. Ja, trotzdem keine Chance. Warum? Weil ich bisher nur 3 erledigt habe. Ja. Denken Sie dran, dass Sie Ihre Felder und so noch verkaufen können? Ja. Na also, dann ist da doch noch eigentlich, wenn da kein Baum im Weg steht, noch Kapazität dafür. Wohnung liegt, glaube ich, auf eigentlich. Jetzt nicht. Nicht vorzeitig den Kopf in den Sand stecken. In der nächsten Challenge. Ja, das willst du sowieso nicht tun. Das ist, glaube ich, nicht so gesund. Ricardo. Kriegt man schlecht steht durch. Da etwas. Mir steht da etwas im Weg von Ihnen, Mikado. Wo denn? Gucken Sie mal auf die Karte. Ach so, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ach ja, der gute Alte. Ja. Das gute alte Wasserfass, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie der da hinkommt. Nein, ist von Zauberhand, ne? Ja. Herr Tigerfarm, ich habe gerade mal eine Frage an Sie. Haben Sie eigentlich einen Traktor mit Gabel? Wie Gabel? Frontladegabel. Ich habe eine Palettengabel. Ja, meine ich doch. Ja, habe ich. Okay, danke. War nur eine Info. Mikado, Sie sollen jetzt nicht dreschen, Sie sollen das. Ja, bescheidene Wasserfass jetzt da wegmachen. Ja, warten Sie doch mal einen Moment. Ach ja, und Varuna, ich glaube, das zeige ich hier als Behinderung von vor der Arbeit an. Weil hier liegt einfach ein kleines Ästchen mitten auf meinem Feld. Von mir? Ja. Denn sonst? So, erstmal einen Screenshot machen. Wo? Bei Mikado. Wo ist der Ast? Hier, kommen Sie mit. Hier, gucken Sie sich das an. Das geht echt gar nicht. Kommen Sie her, ich hau's Ihnen über die Rübe, dann ist Feierabend. Nein, oh Gott. Ach scheiße, ich wollte mit meiner Kettensäge drohen, aber die habe ich ja weggetan. So. Habe ich verkauft. Wer hier wen behindert? Muss ich extra da runter gehen, damit ich da nachgucken kann. Ich weiß gar nicht, was Sie hier wissen, was Sie hier wollen. Was steht hier gar nicht? Guck, ich fahre hier ganz normal mit meinem Fass lang. Ja, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Wieso sind Sie nicht einfach über Varunas Grundstück gefahren? Der hat doch sowieso nichts dagegen, oder? Ja, inzwischen ist es mir egal. Wahrscheinlich, weil es sowieso schon total aus dazu gefahren ist. Ja, Sie haben es ja schon kaputt gemacht. So. Gut, dann haben wir gleich nochmal einen Anhänger voll damit. Und ich hatte. Oder. Oh Gott. Sie dürfen das Feld 14 ja nur für den Kuhstall benutzen, ne? Ja.
Nicht, dass sie, dass ich was anderes da sehe. Was sehen Sie denn da? Also, wenn ich da was anderes sehe. Ja, was sind Sie denn da gerade, Mann? Wenn. Oh. Wie gesagt, also ich bin mir nicht. Ist Mikado wirklich schlau oder tut er nur so? Ich bin mir nicht sicher, ob das LU eine Aufpasserfunktion hatte. Aufpasserfunktion? Ja, ob sie den Auftrag hatten, zu gucken, dass hier alles mit rechten Dingen losgeht. Wo liegen denn hier Ballen auf dem Feld? Sie haben gar keine Ballen auf irgendeinem Feld. Mikado. Was? Wie? Wo? Was? Was? Wo? Sie haben mich angelogen. Mit was denn? Sie haben gesagt, auf dem Feld sind Strohballen. Und okay. Die soll ich abfahren. Auf Feld 14? Nein, ich habe gesagt, sie sollen die allen dahin fahren. Auf einem Feld, habe ich gesagt. Oder haben Sie eher gesagt? Auf welchem denn? Sie haben gesagt, auf einem meiner Felder liegen Strohballen, okay, die sie abfahren. Sepp habe ich gerade ein bisschen. Okay, er hat's verstanden. Na, was hast du denn jetzt mit Sepp gemacht? Oh, der hat aber gerade geguckt, ey. Nichts, hab ihm den LKW hingestellt und hab ihm meinen Traktor geklaut. Er war kurz verunsichert, was er machen soll. Auf jeden Fall. Zum Mikado vom Hof oder was? Hallo, ja, Mikado. Ja, wo soll ich denn die Strohballen abholen? Ei, beim Hof. Ja, sag das doch gleich. Hab ich doch. Hat er, glaube ich, wirklich. Ja, hab ich auch. Tschüss. Tschüss. Wie lange geht's noch? Oh, wir sind am Ende angelangt. Wer hätte es gedacht? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Und bis Montag. Schönes Wochenende. Bis dahin. Macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Tschüss.